Der FSV Zwickau hat am vergangenen Samstag 0:3 beim SV Meppen verloren. In einer zunächst ausgeglichenen Partie gelang dem Meppener Stürmer Marvin Pourier in der Schlussviertelstunde ein Hattrick. Da war der FSV längst nur noch zu zehnt. Jan Löhmannsröben hat kurz nach der Pause gelb-rot gesehen. Das nächste Spiel ist bereits am morgigen Dienstag, wo die Westsachsen zu Hause gegen den MSV Duisburg ran müssen. Anstoß ist 19 Uhr in der GGZ-Arena. Erste Halbzeit, wie ich finde, eine ordentliche Partie gemacht, ein ordentliches Auswärtsspiel. Hatten sicherlich noch Möglichkeiten, dann zielstrebiger nach vorne zu spielen, war dann ein bisschen ungenau, aber ich denke, da kann man jetzt schon zufrieden mit sein. Zweite Halbzeit mit der frühen gelb-roten Karte war es dann natürlich ein schweres Spiel, wobei ich finde, dass wir dann nach dem Platzverweis immer noch ein gutes, wenn nicht sogar noch ein besseres Spiel gemacht haben. Und ja, dann mit dem Gegentor so ein bisschen leider den Faden verloren haben. Ist natürlich klar, wenn du versuchst, irgendwie den Punkt mitzunehmen und Nadelstiche zu setzen und kriegst dann das Gegentor. Ja, Meppen einfach extrem effektiv dann gewesen. Und ja, schade, weil ich denke, in der Höhe ist es auf jeden Fall nicht verdient, wenn nicht sogar ein Punkt für uns verdient gewesen wäre. Grundsätzlich ist es schön, dass wir es gleich wieder gut machen können. Wir wären natürlich mit einem besseren Gefühl jetzt in die englische Woche gegangen, das ist klar, aber nichtsdestotrotz spielen wir jetzt gegen eine Mannschaft, wie ich finde, die, was die Einzelspiele angeht, für sicherlich mehr als nur dritte Liga gemacht ist, aber das sind ja immer geile Spiele und ich erinnere mich an das Spiel letztes Jahr oder letzte Saison gegen Duisburg, das war ja auch nochmal ein Highlight und ja, einfach auf vieles aufbauen, was wir heute gut gemacht haben und dann punktuell ein paar Sachen verbessern. Und dann bin ich mir sicher, dass wir am Dienstag erfolgreich sind.